detecting massive energy signature in the region. Warning. Cannot maximum identify. Depth reached. Hull damage imminent. Oh nein! Oh, Mimik! Lass mich! Alter, was ist das denn? Oh! Was zur Hölle ist das denn? Habe ich was gefunden, was ich nicht hätte finden sollen? Was zur Hölle ist das? Ich meine, bitte was? Hä, das war doch vorher nicht da. Hä, wie geil. Was ist das denn? Ist das Atlantis? 2.0? Bioshock? Ist es Rapture? Hä, da unten geht's auch weiter. Wie geil ist das denn bitte? Was ist das? Kann ich da irgendwo rein? Was macht es? Es ist da, aber... Hey, hier ist voll die Insel. Warte mal. Oh, es war so klar. Ne. Was zur Hölle? Bitte was? Datendownload, violette Tafel. Tafel einsetzen, wir brauchen die violette Tafel, um hier reinzukommen, da würde ich verwetten. Alter, wie geil ist das denn? Rapture, ich komme bald. Ich bin bald bei dir. Alter, ich will da rein. Uff. Das ist ja mega geil. Wo kommt diese Insel her? Die habe ich ja vorher nicht gesehen. Ich meine, die ist ja hinter dem Schiff, glaube ich, ne? Holy shit, was ist das denn? Es fängt an zu leuchten. Hallo? Kann ich es mitnehmen? Ich will solche Lampen haben für zu Hause. Natürlich bin ich. Was ist das denn? Ist das ein Facehugger? Ist es ein Facehugger? So wie bei Dings? Wie es angesprungen kommt. Ja! Ja! Aua! Hab ich's erwischt? Ich hab's erwischt, ja! Kann ich scannen? Nein, kann ich nicht. Alter, wie geil ist das? Komm mir gerade ein bisschen vor wie bei Stranded Deep. Ich suche gerade die Kokosnusspalmen. Scannen? Was denn? Das hier? Was kann ich denn hier scannen? Ah, hier. Geil. Oh, kann ich mir hier Samen holen? Mittisch Lebensfohlen. Knollenbaum. Tab drücken. Eine knollenartige Pflanze, die sich bis im Boden einwurzelt und aus der türkisen Blättern speist. Die Analyse zeigt, dass der Saft dieser Pflanze giftig für Insekten ist, aber von Menschen aufgrund seines hohen Wasseranteils geeignet und konsumiert werden kann. Ich will die mitnehmen. Kann ich die abhaken? Probe ist das. Kann ich sogar essen? What the fuck? Da nehme ich ja gleich mal mehr mit. Ach, Inventar voll. Schade. Das ist ja heftig. Oh, ich will unbedingt... Oh, das ist eine Höhle. Ich will unbedingt in diesem Gebäude rein. Kann ich mir das irgendwie markieren hier? Ist es immer da? Ich müsste mir irgendwas bauen. Das wäre geil, so eine Markierung. Oh nein, da läuft schon wieder so ein Facehugger. Ah, noch einer. Oh nein. So eine Markierung wäre geil. Damit man weiß, wo man hier ist. Kommunikator... Sonstiges?
Irgendwas, womit man weiß, dass man hier ist. Also, ja, ein Scheinwerfer. Hä, konnte ich nicht links bauen? Labortisch. Erstmal Tisch hinknallen. Was ist denn mit dir da? Kommst du jetzt her oder nicht? Komm. Wo ist er? Hui! Wer? Hui! Jetzt haut er ab. Guck mal, da Schiss. In die Höhle gehen. Na, komm her! Was die Schiss haben auf einmal? Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh, da ist noch einer. Ich sehe halt nichts, ne? So. Okay. Das ist ja geil. Ja. Lithium? Inventar voll. Aber gibt es auf jeden Fall jede Menge Lithium. Habe ich noch irgendwas, was wir wegschmeißen können, was wir nicht brauchen? Ja, Salz brauchen wir eigentlich nicht so viel, ne? Komm, Salz finden wir überall. Dann nehme ich doch lieber Gold mit. Und Lithium. Und Diamant auf jeden Fall. Haben wir noch Platz? Ja, komm, ein Lithium nehme ich noch mit. Ich weiß nicht, was wir noch finden werden hier. Müssen wir mal schauen. Das ist ja abgefahren. Alter, was zur Hölle? Uff. Ja, ich bin dann mal... Ich tauch dann mal ab. Uff. Was in Gottes Namen? Habe ich die Lampe an oder ist die aus? Ach, Energiequelle wechseln. Warte mal. Ich habe eine volle. Hier. Holy shit. Da werde ich aber nicht tauchen, weil ich habe... Ich meine... Wenn wir schon einmal hier sind, es interessiert mich schon ein bisschen, muss ich sagen. Ich bin ja neugierig. Alter. Oh, warte mal, da liegt was. Was liegt denn da? Was leuchtet denn da? Was ist das? Oh, ist das eine lilane Karte? Inventar voll. Ne, hau ab. Quarz. Alter. Da muss ich aber los. Dezent. Auf Anhieb diese lilane Karte gefunden. Ja, hallo. Rapture, ich komme. Das ist ja krass, Alter. Hier unter der Insel ist nochmal ein riesiges Höhlensystem. Wie abgefahren ist das denn bitte? Wir haben bald Durst, ne? Wollte ich nur mal sagen. Und da scheint es ja auch noch irgendwo weiterzugehen, oder? Oder auch nicht. Alter. Auf jeden Fall sollten wir... Kann ich einen Fabrikator eigentlich bauen? Also irgendwo hinbauen oder wie läuft das? Warte mal. Also hier so zum Herstellen so... Hier Sonnendingen. Korallenprobe und Titan brauchen wir dafür. Dann können wir das bauen. Aber bevor wir jetzt hier abnippeln, weil wir verdursten oder so. Komm, draufgeschissen. Vielleicht finden wir da was zu trinken. Ich will's wissen. Hallo? Hallo? Es
scans indicate this structure is composed of a metal alloy with unprecedented intake. Hallo? No match is found in database. Performing structural analysis. Mhm. Okay. Kann man denn von hier aus... Okay, man kann von hier aus anscheinend auch wieder zumachen. Oh, wie geil das hier aussieht, Alter. Uff. Das erinnert mich gerade tatsächlich ein bisschen an... wie hieß es denn noch? Dieses Souls-Spiel, was im Weltraum spielt. Ich komme nicht... Hellpoint. Was ist das hier? Was macht es? Datenkonsole herunterladen. Unbekannte Sprache. Attempting translation. Da Geräte in der fremden Einrichtung gefunden wurden, war es nicht möglich, hilfreiche Informationen zu übersetzen. Trotzdem erhalten die Scans einige Informationen über das Gerät selbst. Es ist wahrscheinlich ein Festkörpercomputer, obwohl es keine erkennbaren Benutzeroberfläche gibt. Bei Annäherung begann es, eine Niedrigfrequenzfunkwelle zu erzeugen, die komplexe, aber erkennbare Datenmuster enthält. Wahrscheinlich haben die fremden Wesen, die diese Technik entworfen haben, sensorische Fähigkeiten oder einen sensorischen Apparat genetisch entwickelt, um die von dem Gerät ausgestrahlten Informationen zu hören, zu verstehen und zurückzukommunizieren. Die mentalen Verarbeitungsleistungen, die erforderlich ist, um die Art von Telepathie durchzuführen, setzt voraus, dass die Hersteller geistig wesentlich weiterentwickelter waren als der gewöhnliche Mensch. Beurteilung, weitere Untersuchung erforderlich. Ah. Ja, ich weiß, dass wir gleich Durst haben. Ich finde das nur gerade sehr faszinierend hier. Ja. Oh, ich trinke erstmal was, bevor wir weitergehen. Hätte ich mir mal mehr Wasser mitgenommen. Mehr Wasser. Dieser Witz wird niemals alt. Dann sollten wir schnell Koralle irgendwo herkriegen. Uff, der Weg ist ja so weit. Ich bin nicht gewohnt zu laufen. Ich schwimme normalerweise. So. Hinein ins Meer. Juhu. So, dann schauen wir mal, dass wir irgendwo Koralle herkriegen. Ja. Wir kommen hier auf jeden Fall zurück. Das weiß ich definitiv. Aber warte mal. Wir haben noch... Warte mal. Wir haben noch hier. Das können wir essen. Es zieht uns aber Trinken ab, ne? Ich darf die Pflanzen nur nicht vergessen, wieder herzustellen. Uff, was ist das denn? Kann ich reinfliegen? Holy shit. Okay, das ist Richtung Süden. Ich weiß nicht, ob wir es zurückschaffen, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, habe ich keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Ich hoffe, wir verdursten jetzt nicht. Das wäre echt ärgerlich. Diese Insel hätte ich doch gesehen, oder? Diese Insel hätte ich doch gesehen von da aus. Wieso ist sie auf einmal da? Hoffentlich geht uns jetzt nicht die Energie aus. Okay, also, lass mal gucken. Wenn wir jetzt in die Richtung, das ist zwischen Süden und Südwesten. Und wenn wir in die andere Richtung, was heißt, warte mal. Mal gucken, wo die Insel ist. Richtung. Richtung Norden, Nordosten. Ja. Richtung Norden, Nordosten. Merken. Ich beeile mich jetzt mal eben schnell. Puh. Richtung Norden, Norden. Alter, wie geil ist das denn bitte? Das ist ja wohl mega. Das ist ja wohl der Oberhammer. Seek fluid intake immediately. Ja, ich weiß. I know, I know, I know. Wir müssen eben Blasenfische erstmal sammeln gleich, wenn wir da sind. Da werden wir auf jeden Fall hin zurückgehen. Das weiß ich jetzt schon. Und das nochmal erkunden.
Ich will's wissen. Ich will wissen, was das ist. So. Gleich da 500 Meter circa. Schaffen wir aber. Also wir werden jetzt nicht verdursten. Das ist nicht das Problem. Die Energie von unserem Schiffchen, von unserer Seemotte, sollten wir auf jeden Fall aufladen, die Energie, beim nächsten Mal. Es bleibt auf jeden Fall spannend bei Subnautica. Ich freue mich. Und ihr solltet es auch tun. So. Oh, ich sehe schon Blasenfisch. Ja, wir sind wieder fast zu Hause. Du, unter dem Meer. Finde ich es sehr schwer. So, da kann ich das Ding, die Seemotte, ja schon wieder drehen. Denn wir müssen ja in die Richtung, ne? Die Richtung müssen wir. Blasenfisch, komm her. Da ist dein Freund, wo ist der? Da, komm her. Erstmal schnell was trinken, bevor wir jetzt hier umkippen. Natürlich bin ich auf der falschen Seite. Oh, warte mal. Schwupps. Und schwupps. Das schaffen wir. Welcome aboard, Captain. Hallo. So, ganz schnell was zu trinken machen. Aber ganz schnell, bevor wir jetzt verdursten. So, warte. Mach das mal weg. Vital signs stabilizing. Sehr schön. So, trinken. Wir sollten echt trinken im Vorrat machen, ne? Weil trinken ist echt immer so das Einzige, was wirklich nervt. Oder was heißt nervt, aber sehr oft gebraucht wird. Deswegen sollten wir vielleicht trinken im Vorrat machen. Aber jetzt erstmal ein bisschen einsortieren, ne? Wir hatten Gold, hatten wir auch. Gold. Dann hatten wir Quarz, wo Quarz ich auch ein bisschen abgelegt habe. Dann haben wir Kupfererz. Die Pflanze müssen wir noch, ne? Ganz wichtig. War das Silbererz? Haben wir Silbererz? Hier Silbererz. Dann haben wir Titan. Haben wir nicht. Blei haben wir. Oder? Einmal Blei. Lithium und Diamant haben wir. Dann können wir hier noch Diamant machen. Nein. Hier. Dann machen wir hier Diamant und Lithium rein erstmal, weil das ist ja so eine Ressource, die ganz selten kriegst. Irgendwo hier hatten wir das auch nochmal drin, ne? War das hier? Ja, Lithium und ja, Margerit oder wie das heißt. Margarine. So, Magnetit. Genau, Magnetit. So. Ja, trinken. Trinken im Vorrat. Ich würde auch noch mal Essen ein bisschen organisieren. Denn Essen ist auch gut. Hallo? So. Du kommst her. Du kommst auch her. Und dann düsen wir auf jeden Fall in die Richtung der Krypta. Wenn ich das so sagen darf. Oder beziehungsweise nicht der Krypta, sondern ja, von Rapture. Oder was auch immer das ist. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall nehmen wir 2, 3 Wasserflaschen mehr mit, diesmal. So, Blasenfischlein. Zu essen haben wir, glaube ich, erstmal genug. Naja, ich glaube, zu essen haben wir genug. Es geht jetzt erstmal um den Durst. Dass wir da noch welche finden. Schwimmen noch sonst immer welche rum? Wo sind sie denn? Na, kommt doch mal her. Meine kleinen Blasenfischlein. Da, ich sehe doch einen. Komm her. Komm direkt in meinen Mund. Hab. Da ist auch. Hab. So. Da auch noch. Na, nicht wegschwimmen. Hab. Und hab. Und hab. Sonst noch wo? Völlig ausgerottet hier alles.
Da ist noch einer. Der schwimmt mal genau zu dem Großen. Das ist nicht gut. So. Geschickt ausgewichen. Na? Na, du wirst doch noch nicht wegschwimmen wollen. Komm her. Deine Brüder sind auch in meiner Tasche. So, weil Wasser, wie gesagt, kann ja eigentlich gar nicht schlecht werden. Ich glaube, das dürfte erstmal reichen. Auf den Sauerstoff, muss ich sagen, habe ich jetzt gerade gar nicht geachtet, tatsächlich. So, dann wollen wir mal, bevor die Energie ausgeht. Was heißt Energie? Wird sie nicht, aber... Wir haben ja jetzt genug Energie, weil wir ja die Solarkollektoren da oben hingezimmert haben. Das heißt, wir werden genug Saft und alles herstellen können. So. Geil. Also ich bin echt gespannt, was uns da noch erwartet in dem, in dieser Krypta da. Wieso sag ich mal Krypta? Rapture. So rum. So heißt es doch. So. Wir können auch verbessertes Wasser herstellen, ne? Ich weiß nicht, ob das mehr den durchstillt. Wahrscheinlich schon, ne? Mit, irgendwie mit Chlor oder so, oder wie das nochmal war. So. Müssen wir nochmal nachschauen. Essen. Lecker Fisch auf dem Dings. Ausrüstung neu. Was ist das denn? Violette Tafel. Ach, guck mal. Ionenwürfel. Eine antike fremde Tafel mit einem violetten Symbol. Ach, krass. Die können wir jetzt auch herstellen. Das ist ja interessant. So, trinken. Dann essen, 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 essen. Essen, essen. So. Und trinken tun wir hier ein bisschen was rein. Dann würde ich sagen, nehmen wir 3 Flaschen mit. Zur Sicherheit, ne? So. Auf geht's. Das Seemöttchen steht noch in der Richtung. Attacke. Ist die Insel noch da? Ich sehe sie gar nicht von hier aus. Ich sehe sie gar nicht. Die taucht wahrscheinlich irgendwann auf, oder? Kann das sein? Richtung Norden, Nordosten. Also dazwischen war das. Ich hoffe, wir finden die wieder. Wahrscheinlich gleich so plupp, 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 alles da. Da müssen wir sowieso ein bisschen links rumfahren. Noch ist sie nicht zu sehen. Nein. Oh, ich hoffe, finden die wieder... Gut, wir waren auch ein bisschen weiter weg von zu Hause, ne? Es war ja knapp über 1000 Meter oder so. Das war schon eine gewaltige... Also, ich glaube, ein Kilometer. Also, 1,6 Kilometer, glaube ich, waren das. Ob man 1,6 Kilometer weit gucken kann, weiß ich nicht. Aber normalerweise doch schon, oder? Na, noch sehe ich nichts. Aber es baut sich ein bisschen was vor mir auf. Oder? Nein. Ja, sie ist da. Sie ist gespawnt, die Insel. Die spawnt also. In nomine Patri di Santo, la 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 la. So, Energie 10 ist egal. Wir können ja auch zur Not zurückschwimmen. So, auf ein neues. Das Seemöttchen können wir ja nicht mitnehmen, ne? Aber wir können, wenn wir zum Beispiel in so einer Höhle wären, um schneller zu schwimmen, können wir ja auch diesen Gleiter, diesen Schwimmgleiter mitnehmen, ne? Weil der Schwimmgleiter, damit sind wir ja wesentlich... Damit sind wir ja wesentlich schneller unterwegs. Guck mal, da hinten sind wir auf dem Stein. Hallo! Hallo! Wie geil. Okay, die Pflanze wollte ich mitnehmen. Vielleicht können wir davon irgendwas einpflanzen und nicht mal so
Ja, nicht zu viel. Nahrung und Trinken bringt die doch. Also doch. Trinken auch, okay. Also habe ich da vollkommen Blödsinn erzielt beim letzten Mal. So. Das Energiefeld ist noch aus, das ist super. Ich weiß nicht, ob wir in den Turm kommen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid's auch. Willkommen zurück in Rapture. In dem neuen, modernen Rapture. Wie das schallert hier. So. Ja. Wir sind wieder da. Voller Hunger, voller Durst. Und wir waren hier noch nicht gewesen. Oder wir waren schon hier, aber wir haben hier noch nicht ausprobiert, ob hier noch irgendwas funktioniert, irgendwas geht. Was geht? Da geht. Ist das eine Tür? Your best probability of interfacing with this facility is achieved by accessing the control room in the lower section. Hm, im Kontrollraum, im unteren Bereich. Wer ist also im unteren Bereich? Der Kontrollraum. Oh, ist das so ein Würfel? Ja, aber erstmal scanne ich den. Weil vielleicht können wir den dann herstellen. Sieht aus wie Minecraft-Würfel. Das ist mir alles sehr ungeheuer. Aber wie kommen wir nach unten, ist die Frage. Gibt es hier ein Ver... was? Analysis of the patterns on the walls cannot ascertain whether their purpose is aesthetic or functional. Further data required. Ja. Ah. Sieht sehr aztekisch aus, ne? Muss man sagen. Oh, noch ein Würfel. Nice. Jo, nehme ich mit. Je mehr, desto besser. Da geht's noch weiter. Noch mehr Daten zum Sammeln. Unknown language. Attempting translation. Dieses Datenmaterial scheint eine Art mehrdimensionales Schema zu bilden. Durch die Abbildung des Musters im dimensionalen Raum ist es möglich, für die interne Funktionsweise dieser Einrichtung ein grundlegendes Verständnis zu bekommen. Baumaterial. Das unbekannte Baumaterial der Einrichtung wird als uralte, nicht reaktive Metalllegierung identifiziert, die aus außerweltlichen Materialien synthetisiert wurde. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass es auf herkömmliche Weise beschädigt oder zerstört werden kann. Energie. Das Schema zeigt, dass die Einrichtung von einer separaten, selbstragenden Kraftwerk angetrieben wird, das sich anderswo auf dem Planeten befindet. Der Standort ist nicht aufgeführt, aber es gibt Hinweise darauf, dass die Erbauer vorhatten, die natürliche Wärmeenergie des Planeten zu nutzen. Grundriss. Die Einrichtung besteht aus dem oberen Technikbereich, wo dieses Schema gefunden wurde, und dem Kontrollraum, der über einen sicher verschlossenen Aufzugsschacht oder ein separates Unterwassertauchdock zugänglich ist. Steuerung. Der Kontrollraum im unteren Bereich ist die einzige bekannte Möglichkeit, mit der Einrichtung in Verbindung zu treten, aber das Schema beschreibt nicht die Vorgehensweise oder installierte Sicherheitsmaßnahmen. Das Dock haben wir schon gefunden. Da sind wir mit der Seemotte schon reingefahren. Ich glaube, das ist das Dock. Aber wir werden wahrscheinlich mit dem Fahrstuhl nicht fahren können. Das ist bestimmt der Fahrstuhl hier. Was? Ja, okay, warum nicht? Was zur Hölle? Das ist das Dock. Das ist das Dock, wo wir waren. Wo wir reingeschwommen sind. Da unten kann man raus... Alter, sowas will ich haben. Das ist jetzt meins. Das gehört jetzt mir. Ich hab's gefunden als Erster. Wer es findet, darf es behalten. So sieht's nämlich aus. Alter Schwede. Uff. Freunde, ich würde sagen, wir machen an der Stelle eine Pause. Ich werde hier speichern. Und beim nächsten Mal machen wir hier weiter an der Stelle. Ich freue mich so drauf. Ich bin so gespannt, was wir hier noch alles entdecken werden. Oh mein Gott, holy shit. Guckt euch das mal an. Das sieht ein bisschen aus wie bei Unreal Tournament früher. Die eine Karte, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Alter Schwede, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und zwar hier auf dem Kanal. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder schaltet bei Subnautica.
gut. Tschüss.